Ja, heute möchte ich einen Vortrag über Philipp Jakob Spener halten. Man nennt den Vater des Pietismus. Ja, was ist Pietismus? Es war die größte Erneuerungsbewegung nach der Reformation. Ja, die Wurzeln liegen im 17. und 18. Jahrhundert. Und die bekannten Vertreter des Pietismus waren Philipp Jakob Spener, August Hermann Francke und Nikolaus Reisgraf von Zinzendorf. Wir haben durch diese Vortragsreihe schon über August Hermann Francke und Nikolaus Reisgraf von Zinzendorf schon den Vortrag gehört und auch dabei die Botschaft. Ja, also wenn wir in diesem sehen, weil die gehören zu Free Pietismus, Pfarrer Philipp Jakob Spener, Franke und auch Zinzendorf. Ja, hier gibt es ein Zitat von ihm. Ja, man muss Leute beibringen, dass man sich weiter daran gewöhnt, zu glauben, dass Christsein mit dem Wissen durchaus nicht genug sei, sondern es vielmehr in der Praktizierung bestehe. Das Christsein besteht in der Praktizierung. Ja, es ist nicht genug. Es ist eigentlich gar nicht das Christsein. Das ist sein Anliegen, was er in seinem Herzen hatte. Mit diesem Anliegen hat er auch dem Pietismus seine Richtung gegeben. Und er ist auch der Erfinder der Hauskreise, was wir auch im Ja, in der Gemeinde oder am Campus Hauskreis bilden. Das kommt nicht nur von unserer Gemeinde, von uns, sondern von Spener. Ja, wir werden drauf noch mal drauf kommen. Ja, das ist die Pia de Gira, die er geschrieben hat, durch die er sehr berühmt geworden ist. Und das mit dem Titel Herzliches Verlangen nach gottgefälliger Besserung der wahren evangelischen Kirche. Sehr lang, ja, Titel. Das war eigentlich ein Vorwort für seinen Vorgänger Johann Arndt gewesen. Er sollte nur Vorwort schreiben. Ein Verleger wollte viel Bücher verkaufen von Johann Arndt. Dafür sollte er ein Vorwort schreiben. Und daraus wurde über 100-seitige Vorwort geworden. Und die Leute wollen nur von ihm diese Pia Desideria lesen. Nicht von anderen Buch, den hinteren Teil, sondern deswegen extra wurde dieses Buch ja, herausgefunden. Wir werden nochmal drauf kommen. Ja, Spener war ein deutscher lutherischer Theologe. Zu seinem 350. Geburtstag 1985 wurde sogar eine Briefmarke auch herausgegeben. Ja, kurze Biografie. Er wurde am 13. Januar 1935, ja, mitten im 30er Krieg geboren im Elsass, und hat er sein Studium 9 Jahre lang in Straßburg geführt, ja, Philosophie und Geschichte und Theologie. Und dann hat er, wie wir sehen, also 1664 hat er also promoviert. Er ist promovierter Theologe. Das war nicht normal damals. Das war keine gewöhnliche Sache, sondern er war sehr hervorragender promovierter Theologe. Und heiratete er. Und 1666 bis 1686 war er Senior für Pfarrer gewesen. Also damals war er 31 Jahre alt. Und er wurde berufen als Oberpfarrer aller Pfarrer. Und auch als Pfarrer an der damals Barfüßerkirche in Frankfurt, jetzige Paulskirche. Ja, und 1675 hat er dieses Buch Pia Desideria herausgegeben. Und dann war er 5 Jahre lang Oberhofprediger an der Schlosskapelle in Dresden. Und dann hat er fast 14 Jahre lang bei der St. Nikolai-Kirche in Berlin gewesen und starb 1755 in Berlin. Ja, das ist, wo er geboren, aufgewachsen war, in Elsass.
Er stammte an den lutherischen Straßburg, in das wo sein Vater als Jurist für höchste Kreise arbeitete. Da ganz in der Mitte, ganz oben, gibt es ein Buch. Da arbeitet sein Vater und gehörte zu den Adeligen. Und das erste Kind von 9 Kindern. Seine Familie war sehr angesehen und er musste lernen von Kindheit an, sich zu benehmen und auch so höflich zu sprechen und zu verhalten. Ja, er war ein frommer Lutheraner. So, ist es eine Uni, wo er studierte, Universität Straßburg. Vor dem Eingang der Uni sieht man die drei großen Männer. Darunter steht Lessing, Schleiermacher, Spener. Kennt ihr alle? Den Namen mindestens einmal gehört. Ja. Und Spener gehörte der älteste, große, ein Theologe, der den geistlichen Einfluss ausgeübt hat. Ja, wir denken, er ist ja schon fast, wie viele Jahre? Über 300 Jahre. Was hat mit uns zu tun? Aber seine geistliche Erbe, was er uns hinterlassen hat, und sein Einfluss hat auch bis zu heute auch Wirkung. Zum Beispiel, wie ich auch genannt habe, Hauskreise und auch Konfirmationunterricht und auch Sonntagseinheiten. So, seinen Kampf wir mit ihm kennenlernen. Ja, das war Promotion. Also, ja, dazu kann ich kurz sagen, 1664, wo er promovierte, feierte, wollte er dann an einem Tag beides machen. Promovieren und heiraten, damit er ein bisschen Geld sparen kann. Es ist ein bisschen, verzichtete auf Luxus, so, sozusagen. So. Er ist ein praktizierter Christ und der durch sein Leben Einfluss ausübt, um die Menschen zu Gott führen möchte. Ups, jetzt. Ja, das ist Spener in Frankfurt. Ja, 20 Jahre lang war er ein Seniorfahrer und Frankfurt war damals kein Lutherstadt. Das heißt, trotz der Reformation gab es auch in Frankfurt gab es 15.000 Leute und 2.000 Reformierten, also Christen und Katholiken und auch Juden dazu. Und es gab immer Streit und auch in der Kirche. Also heutzutage gibt es ja auch Streit, ne? Überall kann man sehen. Aber damals war es sehr heftig. Man wurde auch sogar Pfarrer von Kanzel heruntergezogen und sowas. Also er wurde eingeladen als Senior, um diese zerstrittene Pfarrer zusammenzubringen. Ja, sie haben eine Vision. Ja, weil er promovierte Theologe ist, er sollte diese Mission erfüllen. Ja, er hatte diese Pfarrerkollegium, die Leitung übernommen und der Pfarrer auch für Barfüßerkirche und da hat er jeden Sonntag gepredigt, lebensnah und da hat er auch festgelegt, das Evangelium zu predigen. Schwere Dogmatik zu predigen zu sollen, das Evangelium predigen im Neuen Testament. Und auch, ja, er ist konfliktscheu sozusagen. Er kämpfte nicht dafür, einfach nur die Leute aus der Kirche rauszuschmeißen, sondern einerseits hat er diese religiöse Zerstrittenheit in religiösen Fragen in einer Hand und der andere Hand hat er zunehmende Distanz in ihren konfessionellen Fragen andererseits. Ja, sein Anliegen ist, die Frommen in der Gemeinde, die wirklich Gott allein anbeten, ja, wollen auch sie zusammenzubringen als Kern für die Gemeinde. Ja. Und dafür kämpft er zum Beispiel Einheit der Sonntagsruhe. Und die Vergnügen wie Bierfestspiel oder nach dem Gottesdienst und Theaterbesuchen während des Gottesdienstes prangelt er an. Ja, er wirbt auch die führenden Leute in Frankfurt auch um ihre Unterstützung. Seine Meinung ist, lutherische Christen soll ihr Christsein anderen gegenüber bezeugen. Wir können uns vorstellen, nach der Martin Luther's Reformation fingen an die Kirche
wieder einzuschlafen. Und es gab auch viele Irrlehrer. Und die, viele waren auch so sehr chaotisch. Und ja, da er ein geistlicher Leiter in der Gemeinde und kämpfte dafür, vor allem auch kämpfte, Konfirmation einzuführen. Ja, er war nicht der Initiator, er ist kein Erfinder, aber er führte diese konsequent diese Konfirmationsunterricht durchzuführen, damit die Täuflinge im Glauben befestigt werden, auch angefragt werden, auch ihren Glauben bekennen und gesegnet zu werden. Ja, im Grunde hat es Männer festgesetzt, jedenfalls das allgemein wurde. War er auch sozial engagiert, haben wir ein Haus gebaut, damit sie dort arbeiten, in Frankfurt eingerichtet. Und ja, auch vor allem hat er Herz für die Juden. Ja, das ist ein Bild für Hauskreis. Man nennt von Collegia Pietatis. Ja, Collegia Pietatis, fromme Versammlung. Das war oben, ja, Friere und wir sehen, ja, wir können sehen, ja, diese Hauskreise und dass man über ein bestimmtes Thema spricht. Und wir kennen schon auch durch Bibelstudium, Gruppenbibelstudium, über die Sonntagsbotschaft sprechen. Oder nach der Botschaft heute, nach dem Gottesdienst, wir treffen uns im Hauskreis und tauschen wir aus, was wir auch gelernt haben. Auch das kann auch andere mobilisieren, anspornen. Ja, das war seine Erfindung gewesen. Das war eigentlich auch nicht seine Idee, aber junge Leute haben damals auch gefragt, was wäre das, ja, nach dem Gottesdienst uns mal zusammentreffen zum geistlichen Gespräch. Nicht nur zur Kneipe gehen oder was zu quatschen treffen, sondern über bestimmtes Geistesthema sprechen, damit wir auch ermutigt werden. Und das war am Anfang, trafen sich, ja, damals, also wir treffen uns hier schon, aber damals in der Kirche fand auch keinen solchen Hauskreis stattgefunden, sondern erst im Pfarrhaus. Ja, und das war 8 Leute gewesen. Und nannte er Collegium, ja, Pietatis, fromme Versammlung. Und 1682, ja, gab es so viele, kamen sogar 200, 300. Diese, man kann sagen, wie wird das daraus geworden? Ja, viele sind am Anfang, die dazugekommen waren, diese Wünsche hatten, dann hatten sie in der Gemeinde 200, 300 Leute zusammentreffen und darüber sprechen, Kreis mal keinen Bock. Und dann irgendwann sind sie als ja, eine Gruppe gebildet und aus der Gemeinde gegangen. Aber Spener war dagegen, ganz dagegen, weil sein Ziel ist nicht reformieren aus der Kirche, sondern in der Kirche andere zu mobilisieren, zur geistlichen Erweckung, zur Frömmigkeit. Ja, das Ziel des Bibelstudiums war zur Frömmigkeit. Darum nannte er sie Collegia Pietatis. Ja. Dabei beruft er sich auf Luthers dritte Weise des Gottesdienstes. Er hat 3 Gottesdienste genannt. Kann Gottesdienst auf Deutsch halten, auf Latein halten. Aber Gottesdienst vor allem, die Leute, die wirklich ernsthaft Gott anbeten wollen, die soll man ein Kirchlein bauen, ja, als Kern, die andere mobilisieren. Ja, geistliche Leiter und das war sein Ziel. Und diese Erfindung hat ihm Hoffnung gegeben und gab es auch einen Durchbruch. Ja, das ist diese Pia Desia, 1675 veröffentlichte er seine programmatische Schrift Pia Desideria, fromme Wünsche, als Vorbild seiner Schrift des Erbauungsschriftstellers Johann Arndt. Ja, nachdem er die Krise der evangelischen Kirche beschrieben hatte, hat er einen Vorschlag gemacht. Pia Desideria, 6 entscheidende Reformvorschläge für die evangelische Kirche. Ja, erstens, das Wort Gottes reichlich unter uns zu bringen, ja, durch das Bibelstudium.
Wenn ruft dazu auf, das Bibelstudium für alle Christen zu intensivieren. Nicht nur in der Predigt, sondern darüber hinaus sollen Christen sich treffen, um gemeinsam über das Wort Gottes nachzudenken. Hierbei sollen sich nicht nur die Pastore oder Prediger, sondern auch Laien die Bibel auslegen dürfen. Ja, zweitens ist Aufrichtung und fleißige Übung des geistlichen Christentums. Ja, was Martin Luther gesagt hat, alle Christen ohne Unterschiede, alle geistlichen Ämter zu stehen. Ja, wie wir Gottesdienst arbeiten, nicht nur einer predigt, sondern andere zuschaut und danach wieder nach Hause geht. Nein, dann wir sollen alle mitbeteiligen und auch Gottesdienste mitgestalten und auch Gott anbieten. Ja, drittens, das Christentum besteht nicht im Wissen, sondern in der Tat, wie der Zitat. Ja, Nächstenliebe soll nach Christi Vorbild geübt werden. Ja, viertens ist, wie wir uns in religiösen Streiten zu verhalten haben. Ja, er wollte nicht gerne streiten. Ja, wir sollen darauf verzichten, nicht so, sondern positiv, produktiv arbeiten. Das heißt, Gebet für die Irrenden und gutes Vorbild sein und Liebe erweisen, nicht auf Streitgespräche setzen. Ja, fünftens, Reform des Theologiestudiums. Ja, die zukünftige Pastorin muss man auch erziehen, in der Uni. Ja, die Professorin könnte mit ihrem Vorbild selbst viel dazu tun. Ja, wenn sie aber keinen Glauben haben, nur für eigene Ehre leben, nicht für die Ehre Gottes und für das anvertraute Heil, ja, dann werde die Gemeinde auch tot. Ja, Theologie besteht aus dem Herzen und in der Praxis. Diese gläubigen Pastoren sollen erzogen werden und die Gläubigen auch lebendig machen in der Gemeinde. Sechstens, Ausrichtung der Predigt auf das missionarische, seelsorgerische, anstelle theologisch gelehrte Punkte. Ja, kurz gesagt, Predigt soll nicht schwere Dogmatik weitergeben, sondern andere mobilisieren. Das heißt, nach diesem Gottesdienst sind ermutigt, ja, wie nur die Rettungsasche zu bauen, durch den Glauben mit Gott zu leben. Ja, das habe ich noch kurz gemacht. Ja, mit seiner Programmschrift Pia Desideria entwickelte sein Kirchenreformprogramm. Ja, das war seine Hoffnung auf bessere Zeiten. Ja, Luther geht es um die Reformation der Lehre. Rechtfertigung durch den Glauben. Aber Spener geht um die Reformation des Lebens. August Hermann Franke war der bedeutende Schüler von Philipp Jakob Spener in Halle, die neue Uni gegründet wurde, unterstützte Spener durch auch fromme Professoren. Er hatte die fromme Professoren dahin geschickt, damit sie dort auch die Studenten dienen und für die Gemeinde. Ja. Franke war eine wichtige Figur, die den Pietismus auch in Gang brachte. Ja, er ist der Vater des Pietismus, hatte großes Verlangen nach Frömmigkeit. Durch sein Kollegium Pietatis konnte er dieses geistige Motor für die Erneuerung von einer Person die Kirche erwecken und die Gesellschaft erwecken. Er hat diese Vision durch Bibelstudium, Bibelkreise. Ja, es hat dazu geführt, auch für die Erneuerung. Es gab auch viele Gegenwind, ja, aber er kämpfte dafür. Und Gott stellte wie August Hermann Franke und geistliche Leiter auf. Ja, was ich persönlich gelernt habe, war diese geistliche Erweckung durch das Bibelstudium. Ja, ich konnte die Wurzel mal kennenlernen, auch wie unser Bibelstudium auch damals gewirkt hatte und heute wirkt. Ich glaube, Spener würde sich freuen, wenn er uns sehen würde, wie wir fleißig Bibelstudium machen, Gottes Wirken sehen, wie unsere Täuflinge durch Konfirmation und Taufe sich entschieden haben. Ja, wir haben dieses geistige Erbe von ihm. Ja, ich konnte auch durch das Bibelstudium Gottes Vergebung und die Heilung empfangen, von einer Atheistin sogar, ja,
buddhistische Nonne, Kandidatin zum christlichen Glauben kommen, als Hirtin und Bibellehrerin, die Missionarin für Europa-Weltmission aufgestellt werden. Ja, Gott hat uns auch seine Vision, unsere Hausgemeinde gegeben für eine Hochschule, dass wir als geistliche Eltern gebraucht werden und diese Hochschule geistlich zu erneuern. Ja, wir haben geistliche Erbe zurück zur Bibel, durch das Bibelstudium Deutschland, Europa geistlich zu erneuern. Mit dieser Vision möchten wir zusammen arbeiten, durch Friedgebet und geistlichen Kampf mit dem Wort und Gebet. Und ich darf als untadelige Arbeiterin des Evangeliums gemäß Esra 7,10 von Gott gebraucht werden, dafür durch intensive Bibelstudium geistige Umgebung vorbereiten. Ich bin sicher, dass Gott unsere Lebensgemeinschaft und auch junge Erziehungswehr auch durch IBS und Ketchup-Making-Workshop diese geistliche Erweckung in Deutschland und Europa bewirkt. Ja, Leitvers ist Genesis 6,9. Lesen wir zusammen. Ja. Bitte. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Ja, danke schön.